Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von Secret of Mana, wo wir gerade die gute Esther hier gefunden haben, die jetzt mit uns auf Tour geht und uns ein bisschen tatkräftig unterstützt, nachdem sie uns vor den Goblins gerettet hat. Okay, fliegende Gegner! Er ist das Waffenlevel gestiegen, sehr cool. Clawer erreicht Level 1. Was wir jetzt machen können, ist das Verhalten ändern. Und zwar können wir ihr sagen, sie soll sich immer aufladen. So, jetzt lädt sie sich auf, sobald sie Gegner sieht. Seht ihr? Und greift dann erst an. Kann man machen, muss man nicht. Manchmal ist es auch sinnvoller, eher mit den 100er, also mit den 100% Schlägen anzugreifen. Aber ja, ich lasse es jetzt einfach mal so. Oh, Heilkräuter, geil. Autschen. Du darfst ruhig angreifen, Esther. Noch mehr Heilkräuter. So, gib ihm den Rest. Okay, der aufgeladene Schlag zieht bei ihr weniger ab wie mein 100% Schlag. Noch mehr Heilkräuter. Ausgezeichnet. Aue. Das ist immer so blöd, die fliegenden Gegner hier zu treffen. Dorninveste ist erledigt. Irgendwo weiter. Jetzt sind bestimmt noch mehr Gegner. Aha. Ist nur ein Wespelein? Nein, kein Wespelein. Schade. Doch, ein Wespelein. Oh, ist erledigt. Stirb! Dann gehen wir mal hier über die nächste Brücke. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Das ist Pilzparty. Special Guest Wespe. Away, ich bin bewusstlos. Los, töte sie. Ujo, jetzt aber. Was fangen wir aber nicht an. Aufladen ist kacke. Mach schon mal aus. Nein! So. Bam! King of the Hill? Ein Bonbon bestimmt. Yay! Ich liebe Bonbon! Ich liebe Wildwitzkeiten. Links und rechts und links. Ja, das war's. Esther erreicht Level 4. Wow. Genau, flott. Jo, jetzt aber. Ja, diese aggressiven Pogo-Puschel. Yay! Noch ein Bonbon. Ach nee, nur 4 GM. Schlechtes Geschäft.
Baumwolle kostet 10. Ich möchte nicht ganz täuscht. So, was haben wir hier? Elfenteich, Mühldorf. Wo gehen wir mal nach Mühldorf? Mal schauen, was es da gibt. Hallo? Weg da! Ich muss kaufen. Kaufen, verkaufen! Eine Bronzekette und eine Ninja-Robe. Ich mir eine Kettenweste und eine Bronzekette kaufen. Dann hätte ich sogar noch genug für die Ninja-Robe. Das ist ja cool. Dann machen wir das doch. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, Achtung, ich muss mich jetzt umziehen. Kleidung. Schutzweste hat 3. Kettenweste hat 10. Sehr geil. Bronzekette hat noch 2 Schutz. Sehr gut. Und dann gehen wir noch zu Ollen. Die ziehen wir natürlich auch an. 17. Oh. Sau. Uiuiuiui. Pardon. Manchmal kommt es aus mir raus. Jetzt können wir natürlich nochmal die andere Kacke verkaufen. Nein. Ja. Okay, wir verkaufen die Schutzweste. Und die den Kampfanzug. Schön. Vielleicht können wir uns noch was leisten. Könnten ihr noch eine Bronzekette kaufen? Ja, machen wir das mal. Wir sind ja ein Gentleman. Kleidung. So, vielen Dank. Und ab geht's. Gerade einen Schluck trinken, ich krieg langsam einen trockenen Hals. So. Ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder, die der. Oh, da hat es aber auch nicht zugelangt. Tobi erreicht Level 5. Ja, ja. So, und das müsste auch schon der Elfenteich sein, wo wir hier sind. Ja. Da sind, glaube ich, ziemlich viele Wespen unterwegs. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. Sieht so aus, sieht so aus, sieht so aus. Bam. In your face. Bam, bam. Hi. Oh, Esther ist vergiftet. Dann sollten wir sie mal heilen. Zack. Geheilt. Stirb. Elende Dornenwespe. Zip.
gehen jetzt quasi so spiralförmig hier diese Wasserfälle runter. Na, wach auf, du kleiner. So, wo geht's hier hin? Hexenwäldchen. Oh, können wir vielleicht mal reinlunzen. Kanonis. Verdammt. Ein Schwert ist zu kurz. Hallo. Im Elfenteich gibt es viele Monster. Vor kurzem hat die Flut dort ein Koboldmädchen angeschwemmt. Aha, sehr interessant. Das wusste ich ja noch gar nicht. Autsch, wir sind schon relativ stark hier, die Gegner, wir machen schon viel Damage. Aber wir versuchen mal, wie weit wir kommen. Na, du musst schon da wieder rauskommen. Autsch. Bist du ein wenig doof, Esther? Ja. Hallo. So, kommst du jetzt da außen rum? Bisschen buggy. Yeah, Stereo Fighting. Hat es erledigt. Was passiert? Esther erreicht Level 5. Sehr schön. Macht der Raffi hier? Hallo Raffi. Wir treffen uns an den seltsamsten Plätzen. Was meinst du? Ja, speichern wir. So, was kann man bei dir kaufen? Show me what you got. Okay, eigentlich nur Kacke. Nein, danke, ich bin zufrieden. Wir schießen jetzt da unten. Wo kommt er denn jetzt her? Komisch. Naja, kaputt ist kaputt. Schwing, schwing. Ah ja, da brauchen wir eine Axt. Da kommen wir so nicht durch. Mist, Vampirfledermäuse da, ey. Hier brauchen wir eine Axt. Ein Zwergendorf beim Elfenteich soll seinen Schmied geben. Vielleicht hat er neue Waffen für uns. Er wird noch mehr einmal besuchen. Jo, und ohne? Wie weit kommen wir noch ohne? Schauen wir uns doch mal ein bisschen noch um. Die wird echt gern abgeballert, ey. Zug erreicht Level 6. Sehr schön, sehr schön. Die Floddermaus. Haha, geil. So, wo geht's hier hin? Scotty, beam me up. Ah ja, der
der spawnt diese Beutelratten, Bogenratten, was auch immer. Das ist krass. Bam! Monster Kill. Ah, ich könnte der Ollen mal einen Bonbon geben. Ist erreicht Level 6. Ja, Level gehen hier schnell hoch. Oh, Coraludon. Scheiße. Oh, scheiße. Ich bin vergiftet. Mistvieh. Liegt die schon wieder auf der faulen Haut rum? Wo sind wir denn hier? Oh, cool, breakdancender Pilz. Ich glaube, ich komme aber ohne Axt jetzt trotzdem nicht weiter, denn diese... Das ist schon wieder bewusstlos. Die Stelle, die sich gerade zusammengeschoben hat, da muss ich da bei den Köpfen durch. Da links. Ja. Schade. Ah, hätten wir jetzt Link dabei, könnt ihr ein paar Bomben da drauf schmeißen. Aber nein. Schnetzeln wir mal noch die schönen Bogenratten hier und dann speichern wir. Dann soll's das gewesen sein. Knapp getroffen ist auch vorbei. So, Raffi. Einmal speichern bitte. Speichern. Vielen Dank. Jawohl. Im Hexenwäldchen. Genau. Ja, richtig. Jo, und dann sage ich an der Stelle euch erstmal vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und ja, schaut auch das nächste Mal wieder rein, um zu sehen, wie es weitergeht. Wie sieht denn das Koboldmädchen aus? Wie sieht der Lavatempel aus? Ihr könnt darauf gespannt sein, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Ja, ansonsten lasst einen Daumen hoch da, schreibt was Nettes in die Comments und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!